Also, die Vorbereitungen laufen. Wir haben gerade angefangen zum Kochen. Alles da, inklusive Helmut und der Ofen, der besagte Ofen, der wo halt getestet wird. Den werden wir sauber ausklären halt. Den kann er dann auch wegschmeißen. Hey Helmut. Ich glaube aber nicht. Guten Morgen, gell? Heute sagen wir einmal mal, was dem Ofen, was Feldküche heißt. Heute muss er arbeiten. Also heute lassen wir noch mal klären, gell? Heute aber richtig. Klären, gell? Aber richtig. Also, lasst euch überraschen. Genau, bis gleich. Schon geht's los. Schon geht's los. Der Ed macht Zwiebeln, macht Fleisch. Wir messen, haben Zwiebeln haben. Wieder alle Zwiebeln, ne? Alle. Okay. Ja, weil das macht beim Gulasch. Eigentlich sagt man ja, so viel Kilo Gulasch, so viel Zwiebeln, aber über drei brauchen wir es nicht. Fett aber ein bisschen weg. Brauchen wir nicht. Da ist der Wepper und der Schuhbäcker scheißt den, sagt der. Das darfst du glauben. Ich glaube, ich mache es ein wenig größer, die Dinge, oder? So ja. Ist ja, so sind die so. Ja. So. Und du hast geschlafen heute Woche. Gut. Gut, ja. Ja. Wie ich deinen Schlag gestern gesehen habe, habe ich gedacht, ich muss ja gleich was machen. Ja, klar, so als kleine Ankündigung. Genau. Willst. Da müssen wir noch mal reden. Machst du die mit der Kamera oder mit dem Handy? Was? Die Shorts. Schon mit dem Handy. Ich habe eins einmal mit der Kamera gemacht. Du machst da ja irgendwas, muss man dann muss man noch verändern. Das kommt am Handy nicht als Hochformat in ganzen Bildlänge. Okay. Aber ja, weil es ich mit dem Movie Maker bearbeite. Ja, das darfst du nicht. Du musst direkt hochladen, so wie es ist. Wenn es zu lang ist oder irgendwas, dann musst du es am Handy kürzen und direkt vom Handy hochladen. Sobald du den Movie Maker benutzt, geht das gleich in den Filmmodus und nicht in den Short rein. Okay. Aber das ist dann nur am Handy so, weil. Wenn du es am Computer schaust, da ist es wurscht. Da kommt es immer so als Teil. Okay. Aber. Wenn du, lerne vom Profi auch noch was, gell? Ja, ich bin kein Profi, aber ich hab das auch, mir ist das auch schon passiert. Und dann ist es eigentlich kein Short nicht, weil die werden viel mit Handys angeschaut. Und dann soll das so aufgenommen sein. Okay. Und dann kommt das auf die ganze Displaylänge, das fehlt das Video. So, mal schauen, ob unser Feuer nicht ausgeht. Ja. Schönes Fleisch. So, beim richtigen ungarischen Gulasch wäre das Fleisch nicht vorher umgehauen. So richtig. Beim ungarischen Gulasch? Ja, also wenn das wäre es nicht erst angebraten und dann die Soße dazu gemacht, das kommt dann in die Soße praktisch schon rein. Ja, aber ein bisschen abrund. Ja, machen wir. Ich habe auch 4 Chilis da. Ja. Ja, hast du die schon probiert? Da muss man vorher testen, wie scharf das sind. Ja, ich habe die schon probiert. Ja? Die habe ich aus dem Teiggeschäft gekauft. Du bist es ja gewohnt. Ja. Ja, die müssen wir sicher aufpassen, dass du den Kilo schnitzt. Ja. So scharf ist das. Gefährlich. Gehen wir uns nicht erlauben heute. Nein. Jetzt kommt noch eine ganz wichtige Zutat, gell Helmut? Ja, Knoblauch, klar. Knoblauch. Ja, ich glaube, die langen mal, das oder? Das langt, glaube ich. Nicht, dass es zu extrem wird. Sonst lassen sie uns nicht mehr rein. Ja, aber wirklich. Oder der Kreislauf kippt zusammen. Einmal gefährlich bei Knoblauch. Ja.
geben wir noch ein bisschen Power rein. Extra scharfe thailändische Chilischoten. Jawohl. Hat der Helmut gesagt. Macht den Knoblauch jetzt noch schön klar. Thai Chili. Jetzt darf ich meine Finger nicht abschlecken. Sollte das nicht machen, ne? Ja. Das habe ich einmal gemacht und hat mich in die Augen nicht gewischt. Ja, stell dir vor, du langst ja was anderes an. Da holt dir der Teufel. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, oder die andere. Ja, genau. So, Helmut, dann. Jetzt sind wir. Schauen wir nochmal rein. Ein Ding hätte ich auch noch, ein dunkles Bier, wenn wir zum Aufgießen. Entweder ein dunkles oder ein Oktoberfestbier. Ja. Ja, das wärst schon ein bisschen mehr oder weniger. So, das ist schon Power, hast schon Power drauf. Ja. Gleich mal. Kannst du gleich das umdrehen? Ja, mach ich gleich. Wie das gleich riecht, ja. Oh, da fährt die Tür. Ja, ja, Wahnsinn. Echt klasse. Ja, schon aufgestochen. Ja, da darfst du schon eine gute Hälfte nicht. Oder? Ja. Oder mehr, da kannst du alles nicht haben. Ja, bei der Menge Fleisch. Ja. Ah, warte mal, wie das ist. Okay. Da haben wir noch einen Rosenscharf, den wir auch noch rein. Genau. Gut? Gut. Jetzt schaut es schon richtig aus wie ein Gulasch. Aha, das duftet. Jetzt brauchen wir noch. Ja, das steht schon an. So. Dann schauen wir nochmal, ob wir nachlegen müssen und dann passt es. Mal hoch. Ja, ein ah, das langt schon. Oder? Ja, okay. Weil sonst wird es zu viel. Das wird nicht oben gehen. Nein, das ist zu groß. Na, warten wir noch. Schau mal, passt das? Ja, von der Ding her. Passt. Wenn ich drauf passt, passt du auch drauf. Allein. Helmut, jetzt halt machen wir Pause. Machen wir Pause. Kann man Vollgas geben. Jetzt haben wir uns gerade ein Pfeiferl gestopft, gell? Mit dem Huber, mit Schiene und Golden Fleck. Das war der frühere Honeytru. Und jetzt. Lecker, lecker. Gell? Geiler, mit Schiene und Tabak. Super. Und jetzt gibt es ein Oktoberfestbier von Paulana. Hat der Helmut mitgebracht. Wenn man gestern schon einer auf den Kommentar geschrieben hat, Prost. Der freut sich auf unser Video, ja. Und der trinkt auch da noch Bier. Ja. Prost auf euch. Oh. Das ist ja wie ein paar Watschen, oder? Ja, auf jeden Fall. Da brauchst du keine Wiesen nicht. Ja, das wäre jetzt Gulasch, schätze ich mal. Wo hast du den gekauft? Den haben wir schicken lassen. Schicken lassen. Vom Huber. Weil ab 25 Euro ist eh Versandkosten frei bei denen. Super. 2 Stunden wird das Gulasch schon brauchen. Und da lassen wir uns jetzt ein bisschen gut gehen. Und Kartoffelschein müssen wir ja nachher noch. Eben, ja. Eben. Und fertig sind wir noch lange nicht. Nein, nein. Die brennen gut. Ja, gleichmäßig runter. Ja, also ja. Ganz eine klasse Virginien-Tabak, gell? Kennt ihr ja, die meisten von euch kennen ja. Und wie gesagt, die haben wieder in der Triebtäterpackung. Einwandfrei. Ja, die Triebtäterpackung. Ja, weil 400 Gramm drin sind. Ja, ein paar Pfund. Mehr. Jetzt kommt schon langsam die Sonne raus. Oder werden wir die Kamera noch umstellen müssen? Ja.
Glück, he? Scheiße. Mit der Ring auch können. Ja, genau, aber wir haben immer Glück, wenn wir ein Video machen, gell? Super. Bei unserem Claim war ich letztes Mal auch unten. Ich war noch unter Wasser, aber jetzt denke ich, im Winter ja mal wieder schürfen können. Okay, dann probieren wir es nochmal, oder? Ja, logisch. Das Gold ist verbraucht. Ich brauche wieder Geld. Ja, diridari. So, jetzt gießen wir noch ein bisschen auf, ein dunkles Bier. Ein Traum, jetzt müssen bloß Kartoffeln noch werden. Und dann schaut das gut aus. Ein Träumchen, da kann eine halbe Kompanie essen. Davon. Ja, schon. Ja. Ist das ganz nett oder nicht? Wenn du meinst, dann ist ganz nett. Ja. Viel hilft viel, gell? Genau. Helmut. Und der Bier schaut bei mir. Ja. Sauertrank, wie bei den Gallier. Das schaut aus. Dann können die Römer kommen. Oh, was gewiss ist. So, Helmut, das erst noch mal Prost. Ja, genau, Prost. War eine super Aktion. Auf uns, gell? Das probieren wir mal. Ausschauen kannst du ja schon traumhaft. Die Sauce genau richtig, ohne Bindung, gell? Ja. Natürlich alles. Feldgulasch. Zartes Fleisch, gell? Genau die richtige Schärfe. Ja, schon ein bisschen Pfeffer drin. Jetzt muss ich mal 30 Sekunden genießen. Ja. Das kannst du mit der Zunge zerdrücken, das Rindfleisch. Ein Träumchen. Das kannst du verkaufen, Helmut. So was kriegst du gar nicht in der Wirtschaft. Ja. Die Kartoffeln passen super dazu. Einwandfrei. Natürliche Bindung. Thai Chili haben wir drin gehabt. Aber bloß drei. Drei Stück. Aber man merkt's, nein, aber die lange. Mehrere war unangenehm. Also ich würde sagen, das waren jetzt gelungene Stunden, oder? Mhm. Ja. Unwiederbringlich. Super. Mhm. Aber wirklich ohne Schmarrn jetzt. Ohne Übertreibung, das ist wirklich saugut. Also, der Kessel wird bei mir jetzt öfter eingesetzt. Ich habe etliche Rezepte von dir, lieber Michael, aus Gran Canaria, falls du das Video siehst. Ich werde mal alle durchprobiert. Gell? Wenn ich mal in München bin, dann bringe ich Pferdefleisch mit. Da haben wir mal ein Pferdegericht. Mit Graupeneintopf mit Pferdefleisch. Okay. Habe ich nämlich auch kurz Rezept. Gell? Ich werde auch einen Kessel gemacht, oder? Mhm. Okay, also Pferdefleisch, gell? Warum nicht? Ja. Jetzt schalten wir aus, weil wir uns später nochmal, oder? Kurz. Genau. Weil Gabi sitzt da, die will ich auch nicht in Kamera und die mag aber mitessen, gell? Ja. Also, servus dabei. Ciao. Hast du noch einen Tabak drinnen? Mhm. Ja. Anuschka. Ich habe auch noch Anuschka an die Finger. Anuschka. Prost, Helmut. Prost, also war gelungen am Vormittag. War super heute, echt. Wahnsinn. War echt klasse. Essen war ein Traum. Das Wetter ist auch schön geworden, gell? Ja. Einfach super heute. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, schaut es beim Helmut vorbei, bei mir vorbei. Und Abo-Drucker, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das nicht schon. Alles klar. Danke, gell? Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern. Wir hören uns ab.